Al Wolfensberg, herzliche Gratulation zu deinem 80. Geburtstag. Wie fühlt man sich mit 80 Jahren? Ja, ein bisschen komisch gleich, weil plötzlich, ich denke viel dran und plötzlich ist es so weit, es ist noch nicht ganz, es ist ja erst am Samstag so weit, dass ich 80 werde. Also ein bisschen kribbelig und wir haben natürlich ein bisschen viel Fest und da kann immer ein bisschen viel zusammenkommen mit Kollegen, mit Freunden. Aber es ist ein gutes Gefühl. Du hast auch nach deiner FCL-Karriere noch sehr viel geleistet für einen FCL und machst es immer noch. Woher kommt das Engagement? Ja, ich bin ein bisschen ein verrückter Fußballer, immer gewesen. Trotzdem, dass wir nie Profi waren, aber es war für mich immer ein Erlebnis, dürfen zu shooten. Hauptsächlich. Es sind natürlich die Zeiten gekommen, die wir nicht mehr können, shooten selber. Aber auch dort habe ich mich immer mit Fußball befasst, sei das der FCL, sei das FC Horb, sei Sportclub Buchs oder SC Riens. Einfach den Club, wo ich gespielt habe und natürlich auch die Nationalmannschaft. Der FC Luzern hat in der letzten Saison Höhen und Tiefen erlebt. Welche Faktoren müssen da zusammenstimmen, dass man Erfolg hat? Ja, es muss einfach alles zusammenstimmen, kann man fast sagen. Also nicht tiptop alles, aber das meiste, dass eine Harmonie da ist, dass die Spieler aufeinander eingehen, dass eine gute Kameradschaft ist, das spielt alles ein bisschen Rolle. Und das hat auch manchmal nicht geklappt. Wie hat sich der Trainerberuf verändert von deiner Zeit zu heute? Ja, enorm. Ich bin nie entlassen worden. Ich hatte natürlich auch immer eine Ausrede gehabt. Ich war ja nicht Vollprofi gewesen. Ich hatte einen Beruf gehabt, Architekt. Und wenn mir etwas nicht passt hat im Verein, habe ich gesagt, ja, dann höre ich halt auf, von mir aus können sagen. Und dann haben sie wieder eingerenkt. Ich konnte sie also immer ein bisschen pressen. Ich habe das Gefühl, dass der Trainer in einem Club vermehrt nach der Vertrauensfrage sucht. Oder besser gesagt, ständig Angst haben muss, dass er plötzlich ohne Job da ist. Ist das verständlich? Ja, das ist natürlich schon jetzt gerade vielleicht von den Jungen, die routinierten weniger, die das Sporen abverdient haben. Aber es ist halt einfach so, der Sport, der Traineramt, das ist schnelllebig. Es ist schnell Niederlage, zwei Niederlagen schauen. Und dann ist natürlich schon der Faktor, wenn wir nicht lassen, wenn wir nicht lassen. Wenn wir einen Wechsel machen, wenn wir keinen Wechsel machen, das kommt länger sie mehr, taucht das auf. Hast du zu deiner Zeit auch Bedenken gehabt, entlassen zu werden? Eigentlich nie. Im Gegenteil, ich war teilweise froh gewesen, weil es zu Ende gegangen ist, weil mit der Lazio. Ich habe gemerkt, dass ich auf 50 Länderspiele komme. Ich hatte natürlich dort auch sehr strenge Zeit gehabt. Mit dem FC Luzern teilweise noch, mit der Lazio, mit dem Beruf zusammen, also auf Dreiseil tanzt. Und wo ich dann gemerkt habe, dass wir uns nicht qualifizieren in Mexiko, dann habe ich gedacht, jetzt ist es fertig. Ich mache 50 Länderspiele und dann Schluss, Ade. Und so war es auch. Das heisst, wenn du gesagt hast, du hast einen Job als Architekt, wäre es dann heute auch besser als Trainer, wenn man sich einen Nebenverdienst aufbaut, einen Nebenjob hat? Ja, ich kann das vielleicht nicht so sagen. Es ist natürlich schwierig. Möglich ist es, aber da muss einfach im Stillen passieren, dass einer noch ein Studium macht, nebenzu, wo er etwas hat. Das ist vielleicht möglich. Von dem Arbeitsaufwand her, dass einer noch etwas lehrt oder Sprachen lehrt und so weiter. Es braucht natürlich viel am Trainer zu sein, wenn man alles seriös macht und denkt an all die Angestellten, die da oben sind, der Kohle-Trainer, der Zwei-Trainer, alle die Haustrainer und so weiter, ist es natürlich enorm schwierig. Du hast dazumal in der Nationalmannschaft starke Charaktertypen gehabt, wie einen Hermann, Sulzer, Nägli. Wie wichtig sind so Personen in einer Nationalmannschaft? Was können sie bewirken?
Ja, die sind sehr wichtig, auch die Klubmannschaft. Wir sagen ja immer, Tags muss stimmen. Das sagt ja der Odermann Karli auch da. Also Tags versteht man jetzt auf diesem Beispiel, der Regel war einer gewesen. Hinten innen, Heinz Sämlan im Mittelfeld und der Solzer vorne am Stürmer. Das ist die gute, das ist die beste Achse, die ich hatte. Und dann haben wir auch Erfolg gehabt. Fehlt das in der heutigen Nationalmannschaft? Ja, das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Es sind nicht mehr die Tippen rum, es ist mehr verteilt Aufgaben. Im Mittelfeld hat es verschiedene, die man kombinieren muss. Stürmer haben wir quasi nicht mehr, kenne ich mehr. Und hinten sind da einfach die Innenverteidiger. Es ist, hat einfach alles geändert. Und es ist nicht mehr so einfach. Wenn die Nationalmannschaft sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, gehst du nach Brasilien? Ja, es ist möglich. Sehen, wenn es auch so wie Gesundheit wäre. Das ist natürlich wieder auch ein Problem mit den weiten Flügen. Also ich glaube eher nicht, aber ich schließe es nicht aus. Wie gefällt dir zurzeit das Schweizer Fußballsystem? Allgemein gut. Sie passen sich an, auch im internationalen Fußball. Da gibt es nichts auszusetzen. Es wird gut gespielt. Es läuft auch etwas. Und gut, es fehlt vielleicht, weil natürlich in den Club die Spieler nicht spielen und gleich aufgeboten werden und lauter spielen. Dann ist es schon ein bisschen kritisch. Man hat in den 90er Jahren mit einer Auf-Abstiegsrunde gespielt. Würdest du das wieder ändern zu der heutigen Zeit, wenn du könntest? Ja, ich glaube nicht unbedingt. Das ist dort, ich habe die Zeit ja erlebt. Ich war dort dabei gewesen. Ich habe es begrüßt. Aber es hat dort natürlich noch nicht so viele Schweizer im Ausland gespielt. Vielleicht einer, vielleicht zwei. Heute spiele ich ja viel mehr im Ausland als im Schweizer Club. Vielleicht noch einer, zwei im Schweizer Club. Das hat natürlich alles geändert. Das spielt nicht mehr so eine Rolle. Jetzt kommen wir noch zu unserer Facebook-Frage. Und zwar ist gefragt worden, was hast du früher als Fußballer verdient? Ich habe ein bisschen etwas verdient, muss ich sagen. Das ist schon in der Reise, aber ich habe im FCL zum Beispiel im Beruf 1'000 verdient und im Fußball 1'000. Also ich habe nicht schlecht verdient, ich habe das Doppelte verdient. In der Zeit nach dem Studium sogar. Und im Fußball in der Nationalmannschaft sind das etwas über 100'000. Also relativ wenig. Ist der Lohn, den die heutigen Fußballer haben, ich denke jetzt besonders an die ausländische Liga, übertrieben, deiner Meinung? Ja, ich finde es schon, ja. Enorm übertrieben. Müssen wir da wieder ein bisschen zurückkommen mit dem Salär? Ich finde es auch. Das ist einfach, wenn man da sieht, auch im FCL, wie da leidet gewisse Sachen, wie der ein Budget hat oder an Polizeiposten und kann das fast nicht zahlen, er macht ein Defizit. Finde ich das ein bisschen, und sehen, was so die Spieler verdienen. Die Spieler sollten den Auftrag bekommen, mit den Fans zu reden und die vernünftig zu machen. Dann würden sie vielleicht das mehr verdienen. Was die sonst für die Fehlarbeit zahlen. Super. Ich danke dir für das Gespräch, Paul Wolfisberg. Und weiterhin viel Gesundheit und alles Gute.